Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Watch out. Disneys kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disneys kurzer Ich bin mir ganz sicher, dass Mo mit mir zum Schulball geht. Ach ja, vielleicht geht er ja auch mit mir. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn abgepfiffen wird. Abgepfiffen? Also mir wird er immer nur hinterhergepfiffen. Kein Wunder, ich bin ja auch echt... Wow! Ey, hör mal, Miss Wow. Im Moment steht ja noch 0-0, ja? Aber ich habe Mo einen Brief hingeschrieben. Und damit liege ich bestimmt ganz weit vor dir. Ein Briefchen? Lächerlich. Ich habe eine super schicke Karte gekauft. Hä? Du weißt ja nicht, was ich ihm geschrieben habe. Und du weißt nicht, was ich ihm geschrieben habe. Ich bin nämlich die Königin im Formulieren. Da bin ich einfach... Wow. Ja, genau, danke. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Gut, dass ich euch beide hier gleich zusammentreffe. Ich habe eure Briefchen an Mo abgefangen und zum Direktor gebracht. Was? Ihr habt die Briefchen während der Mathestunde geschrieben. Sowas geht gar nicht. Morgen kommt der Direktor von einer Tagung zurück. Dann wird er sie lesen. Er findet sie garantiert. Wow! Jetzt komm schon raus! Schon mal mit Geld einwerfen versucht? Warte, ich gebe dir welches. Dein Schokoriegel geht heute auf uns. Moment, hier stimmt doch irgendwas nicht. Seit wann gibt dem hier was aus? Ach, Nico, du bist doch unser Lieblings... Liebling. Die Königin im Formulieren hat gesprochen. Nico, du hast recht. Wir brauchen deine Hilfe. Wir haben nämlich ein Problem. Moment, Mädels, ihr verwechselt da gerade was. Ich bin nicht der, der Probleme löst, ich bin der, der Probleme hat. Genau deshalb bist du unser Mann. Keiner kennt das Büro vom Direktor so gut wie du. Eben, so oft wie du zu ihm musst, hast du da doch bestimmt schon deinen eigenen Stuhl. Tja, was soll ich sagen? In Sachen vom Direktor eine Standpauke bekommen, bin ich eben die Nummer eins. Womit kann ich euch dienen? Wir haben Briefe in Amor geschrieben und Spy hat sie abgefangen und jetzt liegen sie im Büro vom Direktor. Und wir müssen sie da rausholen, bevor er morgen von seiner Tagung kommt und sie liest. Ja, eine meiner leichtesten Übungen. Also hör zu. Punkt 1, ihr könnt erst heute Abend in sein Zimmer, wenn niemand in der Schule ist. Was? Da habe ich doch meinen Maniküretermin. Oh, dann müssen wir die Sache wohl leider vergessen. Punkt 2, die Tarnung. Ihr müsst euch verkleiden, damit ihr nicht auffallt. Verkleiden? Das ist ja toll. Ich habe da noch dieses wunderbare dunkelrote Beikleid von meiner Mutter. Das wollte ich schon immer mal anziehen. Stimmt, damit fällst du auch garantiert nicht auf. Und Punkt 3, cool bleiben und die Nerven behalten. Ganz wichtig. Ich behalte immer die Nerven. Was passiert hier? Na dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. Okay, ich würde sagen, es geht los. Nein, stopp! Was denn? Hat uns jemand entdeckt? Wir brauchen noch Codenamen. Und warum? Oh, na, falls jemand unsere Gespräche abhört. Julia. Es ist jetzt vielleicht ein schwerer Schock für dich, aber niemand kann unsere Gespräche abhören. Wir haben nämlich keine Walkie-Talkies und auch keine Handys dabei, die überhaupt abgehört werden können. Ich kann ja nicht an alles denken. Ach, du meinst, du denkst überhaupt manchmal? Natürlich. Zum Beispiel an diese Hannah hier, mit der wir ins Büro vom Direktor kommen. Und das soll klappen. Na klar. Damit habe ich bisher jedes Tagebuchschloss geknackt. Das klappt bestimmt auch mit den Türschlössern. Okay, ich stehe so lange Schmiere. Okay. Geht das auch in Echtzeit? Ja, ja, ich mach ja schon. Ich verstehe das nicht. Das muss eine ultra gesicherte, einbruchsichere Tür sein. Hast du schon mal probiert, ob sie vielleicht offen ist? Oh, so ein Quatsch, Locke. Die ist doch nie im Leben offen. Wir haben es geschafft. Das sagt mir mein untrüglicher Instinkt. Tada! Viel zum Thema untrüglicher Instinkt. Mein Instinkt sagt mir, dass ihr gerade richtig tief in der Tinte sitzt. Ich weiß ganz genau, dass ihr hier seid, weil ihr die Zettelchen klauen wollt, die ihr Mo geschrieben habt. Richtig, also gib her, ich bin eh viel stärker als du. Kein Schritt mehr, oder ich sehe mich gezwungen, auf diesen Knopf zu drücken. Nein, ich bin Selbstzerstörungsmechanismus. So ein Quatsch, das ist die Standleitung zum Direktor. Dann doch lieber die Selbstzerstörung. Ich habe eine Idee. Du musst bei. Wir würden so gerne noch ein letztes Mal sehen, dass
wir morgen geschrieben haben. Wir sind ja so unglücklich. Ja, schon gut, schon gut. Hör mal auf zu heulen. Nein, nicht die Briefe, nein. Briefe? Was für Briefe? Nein. Von euch beiden vielleicht Lust, mit mir zum Schulball zu gehen? Und wir will sie dann auch. Entschuldige, ich wollte nur mal fragen, ob einer von euch beiden vielleicht... Mo, nicht jetzt. Wir unterhalten uns gerade. Ja, dann bis später. Oh, wo waren wir? Als wir dann die Zettel aufgegessen haben. Mm. Hey, wir sind schon so ein Spitzenteam. Nur schade, dass Mo die Zettel gar nicht bekommen hat. Was meinst du, mit wem wird er zum Schulball gehen? Puh, keine Ahnung. Du sag mal, was wollte er eben eigentlich? Oh nein! Mo! Und das soll klappen. Na klar, damit habe ich schon jedes Tagebuchschloss geknappt. Das klappt. Eine von euch beiden vielleicht Lust, mit zum Schulball zu gehen? Mo, nicht jetzt!